Guten Tag. Ich freue mich sehr über diese Einladung, dass damit auch Brasilien anwesend sein kann. Ich wäre gerne bei Ihnen gewesen, aber wir haben hier eine ganze Reihe von Verpflichtungen in Brasilien und wir leisten eine sehr wichtige Arbeit, um uns als Brasilien zu positionieren in der Energiewende. Ich soll heute darüber sprechen, wie wichtig für Brasilien dieser Energiewendeprozess ist und wie wir erneuerbare Ressourcen in diese neue Wirtschaftsordnung bringen können, wo auch CO2-arm produziert wird. Und das ist eine wichtige Gelegenheit, dass unser Brasilien auch seine Wirtschaft verändern soll. Und ich habe über das Thema schon sehr viel gesprochen und die Welt leistet eine Energiewende, aber gleichzeitig geht es ja eigentlich um eine Transformation, eine wirtschaftliche Transformation, eine soziale Transformation und eben auch um eine Energietransformation. Brasilien ist ein Land, das über sehr wichtige erneuerbare Ressourcen für die Produktion der Energie verfügt. Unser Strommix beträgt zu 85% aus erneuerbaren Energien, wobei es natürlich Wasserkraft gibt. Und auch in den letzten 10 Jahren haben wir eine sehr wichtige Diversifizierung unserer Matrix vorgenommen, um auch Windkraft zu nutzen. Und zuletzt auch haben wir die Sonnenenergie weiterentwickelt. Das Land bereitet sich jetzt auch darauf vor, die wichtigsten Projekte für die Windenergie offshore zu entwickeln. Wenn wir von der vom Energiemix sprechen und vielen anderen Bereichen der Wirtschaft, so haben wir auch den Verkehr zu berücksichtigen. Das ist ja ein sehr wichtiger Bereich. Und wenn wir das alles zusammenfassen, so haben wir schon erneuerbare Energien, also auch als Grundlage unserer Energie und unserer Wirtschaft. Das ist schon die Hälfte. Und das bedeutet, dass wir natürlich noch eine große Herausforderung vor uns haben und weiterhin eine Energiewende zu erreichen, um auch in den anderen Bereichen weiterzukommen. Wir sprechen von der Elektrifizierung, von der Mobilität und wir sprechen auch von den Kraftstoffen. Wir produzieren Ethanol, wir sind Pioniere in der Ethanolbeifügung von Benzin. Und wir versuchen, das Land in eine Position zu bringen, die noch stärker ist. Wir wollen eine führende Rolle spielen. Und dafür haben wir in unseren Diskussionen das auch immer für den privaten Sektor als auch für die Entscheidungsträger im öffentlichen Bereich hingewiesen, dass Brasilien sich als ein Land zeigt, das wichtige Energielösungen, erneuerbare Lösungen anzubieten hat für die ganze Welt, für die globale Wirtschaft. Und wir müssen uns vorbereiten mit unserer ganzen Wirtschaftsstruktur, um Investitionen aufnehmen zu können. Und wenn wir diese Struktur vorbereiten, dann arbeiten wir vor allen Dingen an Regelungen, um Investitionen anziehen zu können. Präsident Lula hat viele Vereinbarungen unterzeichnet und er hat sehr viele Reden gehalten, auch außerhalb Brasiliens, und hat eine sehr enge Beziehung zur deutschen Regierung. Und das ist für uns eine sehr wichtige, reichhaltige Beziehung. Und immer erforschen wir, welche Gebiete es gibt, auf denen wir unsere Regulierungen vorbereiten können, unsere Gesetze, unsere gesetzlichen Vorschriften. Und es gibt sehr viele Projekte, die wir entwickeln, die mit Biotreibstoff zu tun haben, aber auch Projekte für Windenergie, Offshore-Energie und auch den grünen Wasserstoff. In diesem Moment bereitet Brasilien auch einen großen Plan zur ökologischen Wende vor. Das ist eine Transformation der gesamten Wirtschaft. Da geht es nicht nur um Energie als solche, sondern es geht insgesamt um die Bioökonomie, das Agrobusiness, was sehr stark ist in Brasilien, und auch unsere Industrie, die die Commodities zur Verfügung stellt, auch für Produktion von Stahl und anderen Produkten. Das heißt, dass wir versuchen, CO2-arm zu produzieren und unterschiedliche Regeln eingeleitet werden, weil wir die Notwendigkeit sehen, dass wir
entkarbonisierte Produkte exportieren müssen. Und darauf bereitet sich Brasilien vor. Wir sehen auch, dass es einen regulierten... Und hier wird es darum gehen, dass wir den CO2-Markt regeln wollen. Wir verstehen, dass diese Regulierung des CO2-Marktes ein wichtiger Mechanismus sein wird, um dazu beizutragen, dass unsere Wirtschaft, die brasilianische Wirtschaft, auf die Dekarbonisierung ausgerichtet werden wird und dass wir für unsere Industrie alle Bedingungen schaffen, damit auch dem CO2 der entsprechende Wert zukommt. Und dazu gibt es unterschiedliche dynamische Entwicklungen im regulierten Markt und auch im freiwilligen Markt. Und das ist eine sehr große Herausforderung für die globale Wirtschaft, dass wir entsprechend und angemessen einen CO2 bepreisen können und dass wir die entsprechenden Mechanismen finden, damit die wirtschaftlichen Systeme in der Lage sein werden, eine Dekarbonisierung der Wirtschaft herbeizuführen. Unsere Ressourcen und ganz besonders unser Strommix und Energiemix für die nächsten 10 oder 15 Jahre werden ein großes Potenzial aufdecken. Hier wird ganz besonders die Offshore-Windenergie eine große Rolle spielen und auch die Sonnenenergie, die Solarenergie, denn das sind ja Quellen, die bereits da sind, wie Biomasse und Wasserkraft, aber wir können noch sehr viel mehr herstellen und wir können Wasserstoff mit wenig CO2 produzieren, grünen Wasserstoff. Unsere große Herausforderung heute in Brasilien besteht darin, dass wir über diese Energiewende sprechen und dass wir auch ganz besonders auf die faire Energiewende hinweisen. Und dazu müssen wir auch sehen, wo die Nachfrage besteht. Wir haben eine sehr große Herausforderung, vielleicht anders als andere Länder. Wir müssen managen, dass wir die erneuerbaren Ressourcen, dass wir mit denen gut umgehen. Und wir haben ein großes Wirtschaftswachstum für das Land vorgesehen und eine soziale wirtschaftliche Entwicklung. Und alles weist darauf hin, dass die Windparks in der Region im Nordosten, wo die besten Potenziale in Brasilien vorhanden sind, und dass dadurch, durch diese Windparks, es zu einem Wachstum der Wirtschaft in der Region gekommen ist. Dieses Wachstum war über 21%. Und die Entwicklung, die menschliche Entwicklung der Region hat sich um 20% verbessert. Wenn wir in erneuerbare Energien investieren, wie zum Beispiel in die Windkraft, so bringen wir auch Wirtschaftsentwicklung in die jeweiligen Regionen und dort wird Einkommen erzeugt. Brasilien muss diese erneuerbaren Ressourcen nutzen. Es muss Investitionen ins Land bringen und die entsprechenden Regeln und Gesetze schaffen. Und es gibt sicherlich Anpassungen auch von schon bestehenden Gesetzen. Und auf dieser Grundlage wird Brasilien in der Lage sein, große Investitionen aus anderen Ländern ins Land zu tragen. Und wir können Güter und grüne Dienstleistungen schaffen und auch unsere Wirtschaft entwickeln. Und damit wird auch die Wertschöpfungskette im Land sich verbessern. Wir haben die Windkraftenergie in unserem Land, wir haben die Turbinen, wir haben die Windräder, die hergestellt wird. Wir haben sehr viel Kapital dort hineingelegt und wir werden auch diese Entwicklung auf andere Energieressourcen ausweiten. Wir haben die Investitionen in den Wasserstoff, in den grünen Wasserstoff. Wir haben die Windenergie, wir haben die Sonnenenergie. Und wir müssen auch an Biotreibstoffe denken. Und so stehen wir in Brasilien vor einer großen Chance, eine wirkliche Transformation hinzubekommen in der Wirtschaft. Und daran arbeiten wir. Und wir arbeiten in der Industrie, wir arbeiten in einem Transformationsplan für die Entwicklung auf sozialem, ökonomischem Gebiet, um die Wirtschaft unseres Landes in Brasilien umzuformen. Und auf dieser Grundlage werden wir auch in der Lage sein, energetische
Lösungen zu finden für die globale Wirtschaft. Und wir können hier unseren großen Beitrag leisten für die Energiewende und denken auch an eine faire Energiewende. Vielen Dank, dass ich die Gelegenheit hatte, hier zu sprechen. Haben Sie einen guten Nachmittag.